So, auf geht's. Wir müssen mich bloß mal von hier aus bis nach Madpur ein bisschen lotsen, weil ich kenne mich nicht so gut aus hier. Kein Ding, das kriegen wir hin. Ja, Martin Ronsen sind mit dabei. Ab geht's zur Bot HQ. Ja, noch 1,7. Ich gucke hier immer, wenn ich vorbeifahre, falls hinter uns immer welche fahren, dann locken die Bots raus. Da rannte auch einer draußen an der Mauer. Spieler oder? Bot. War das mit dem Stacheldraht hier vorne um den Bunker rum, das ja, erschwert wieder vieles. Aber macht das auch wieder spannender, ne? So, hier kannst du mal links rauffahren auf dem Acker. Ja, ich war vorbei schon wieder. Okay, Jungs. So, wir gehen jetzt immer hier oben und dann kurz vom Kartenrand gehen wir dann rechts an der Felswand lang. Von oben erstmal reinballern oder was? Ja, von dem Felsen runterballern. Okay. Man stopft sich wieder voll. Ja. Muss er wieder, nachdem ich da ohne Fallschirm Bungee Jumping gemacht habe. Passt auf die Zombies auf. Aber die müssten wir jetzt eigentlich auch gut umlaufen, ne? Jetzt hoch hier. Links am Felsen hochlaufen. Links. Du wenn wir jetzt hier oben durch die Dach, ne? Genau, wenn wir jetzt hier oben durch die Rinne spotten, dann ist oben auf dem Dach einer. Ja, ist er. Oh, der ist links weg, rechts weggegangen. Der ist, glaube ich, reingelaufen. Dann guck, oder? Ich will das jetzt nicht. Kann guck jemand mal die mal Tür hier unten? Unten. Die Tür unten. Ja, beobachten. Die Tür beobachten. Ja, Martin, ich guck auf die Tür. Die Tür. Ich guck oben. Aufs Dach. Tür ist unten auf. Ist er rausgekommen? Einer ist down. Okay. Weiß nicht, ob das ein Spieler war. Ich den Spieler jetzt gekillt hat, weil steht jetzt auch nichts. Nein. Der ist unwichtig. Schieß drauf. Jetzt ist er tot. Ja, ja. Richtig. So, jetzt rennen im Treppenhaus noch welche rum. Durch die kleinen Fenster sehe ich ein. Ja, kriegst du den? Hat Hit. Ah, jetzt ist er hoch. Jetzt kommen doch Zombies von rechts. Ja, aber die kommen hier nicht hoch. Trotzdem jemand. Wo kommen sie hin? Trotzdem jemand den Ausgang beobachten, ob noch ja, mehr rauskommen. Ich beobachte. Ich halte die Zombies ein Auge. Ja. Weil die kommen ja nicht rüber hier, oder? Behalte meine Augen. Ja, doch. Kann, hey, du musst die wegschießen. Ja, ich schieß mal die Zombies weg hier. Nicht. Es sind zwei im Treppenhaus. Ausgang die ist gerade keiner. Auf dem Dach sehe ich auch keinen. Nein. Ich habe bloß die kleinen Schießschatten da in dem Treppenaufgang. Und da sehe ich ab und zu mal sich was bewegen und da kann ich drauf schießen, aber ob der stirbt. Ich gehe mal auf eine andere Position. Oh, ist einer hochgekommen. Ist einer rüber. Er ist hinter dir. Er kriegt die nicht. Ist sogar nicht. Einer ist draußen.
Einer ist draußen! Ich hab ihn nicht erwischt. Zwei sind draußen. Oh, ich hab Hit. Zwei, ich bin bewusstlos. Einen hab ich. Okay. Stirb doch mal. Ah, einer, der Bot steht unten am Berg. Ja, der Bot steht am Berg. Ich hab noch einen tot. Hab einen down. Hab zwei down. Drei liegen draußen tot. Sonst alles gut? Ja, ich bin wieder bei mir. Alle sind tot. Drei liegen draußen tot. Einer ist hier unten. Da ist er wieder. Der Bot? Ja, einen habe ich gerade down. Der ist unten am Berg hier. Der ist unten am Berg, liegt der. Okay, dann ist jetzt, das sind dann vier, das heißt es ist nur noch der im Keller, ne? Ja, aber wenn der bloß liegt würde, ich weiß nicht, ob der tot ist, ob der nochmal zu sich kommt, das könnte passieren. Beobachte den mal, ich geh runter. Ich seh ihn nicht. Martin, wo ist der? Der ist down, genau, ich hab Killfeed gekriegt. Ich hab Killfeed gehabt, der ist tot. Okay. Muss ich drauf achten. Dann ist nur noch der im Keller. Also die Goldbahn und die Munition ja, einsammeln. Ja, ich da. Ich hab eine Goldbahn. Ich nehme die Magazine mit. Und die Waffe. Genau. Das röchelt hier noch. Ja, kann im Stein sein. Irgendwo einer oder was? Oder ein Kriecher irgendwo. Ha. Okay, lass uns mal den aus dem Keller noch picken. Bronson, kann ich die 5 Dinger nehmen? Ja, natürlich. Das lieb. Danke. Ich hab 2 Lochkarten. Die. Geh mal rein hier, ne? Oder kann er gleich gehen? Auch erst ein paar Tagen wieder machen. Taschen mitnehmen hier, wa? Ja, oh, scheiße, ein Goldklumpen ist wieder ruiniert. Ich hab da noch welchen Ersatz im LKW. Gib ich dir noch ein, dass du eine Lochkarte kriegst. Hier willst du mal, kannst du mal ruinierte Magazine abmunitionieren? Geht das? Nein, geht nicht. Okay, dann hat sich das auch erledigt. So, gut. Hier hinten, Keller. Haus leer, ne? Also, wenn du jetzt die Türe aufmachst, ist er gleich da. Oh! Da hat er mich noch erwischt, du. Oh, lebst. Okay. Hey. Da ist einer down. Da hat er mir einen gegeben. Klamotte demoliert, aber nicht ruiniert. Sind bei mir reparieren in der Base. Hier, kannst du die Waffe noch nehmen, Ronson? Ich kann die Waffe hier nicht mehr nehmen. Reich. Goldbahn hast du, oder? Goldbahn habe ich ja, den Klumpen. So, ich wollte mal gucken, weil wir haben die Westen an, hat die mal so eine Bauchtasche dazu haben. Das weiß ich nicht. Hier liegt aber noch ein MMG-Pouch, falls du den haben willst. Nee, genug. Warten, hast du alles gelootet? Ja, das ist leer alles. Okay. Perfekto. Ich repariere mal schnell mein Oberteil. Oh, mein Rucksack ist kaputt. Demoliert oder ruiniert? Mal gucken, sieht alles hier ruiniert. Ruiniert. Wenn du welche haben willst, also ich hab noch zu Hause auch Rucksäcke. Ja. 120er noch ein paar Stück. In den verschiedensten Farben. Ich glaube sogar eine in deiner Farbe, die deine Weste hat. Das wäre geil. Würde ich gerne nehmen. Ja, kein Ding, kriegst du. Oh, mein Rucksack hat auch was abgekriegt, sehe ich gerade. Oh, Jacke ruiniert.
Ja, stimmt, ich hatte den Bot angeschossen, ne? Ich war kurz down. Aber nee, hat nie geblutet. So, ja, ist alles repariert. Also, wenn du Klebeband brauchst oder so, sag Bescheid. Nö, ist alles ruiniert, so nützt nichts. Muss Ja, das wechseln. stimmt. Na los, zurück zum Auto. Die hast du leer gemacht hier, ne? Die Typen, die hier liegen. Ja, ich hab 4 Goldklumpen mit. Den fünften kriegst du von mir am LKW. Hast du auch Vorrat oder was? Ich hoffe, dass ich die noch drin habe, nicht, dass die ein Kollege rausgenommen hat. Ja, wir hatten das auch schon gehabt, dass einer ruiniert war. Da musste man halt nochmal her. Deswegen sammeln sich dann welche an. Ja, hammer gut, ey. Da war schon wieder eine extra Punchcard. So, fahren wir jetzt zu meiner Base und wechseln auf den LKW. Okidoki. Oder wollen wir hier vorne noch kurz anbremsen, die Bots machen? Nee, ne? Na gut. Dann los. Kannst du mir deine Base ja mal ein bisschen zeigen? Kann ich machen, ja. Steht zu viele Bäume da. So, jetzt mal geradeaus ist meine Base rechts von dem Haus. Unsere Häuser. Ich sehe schon die Cabin Seas. Was? Hast du hier auch einen Absturz vor der Tür? Ja. Manchmal. Alter. Hattest du zu Anfang ein Zelt hier? Nein. Okay, da war ein anderer. Ich habe auch so drüben in dem Haus gehaust. Ah, warte mal, oh na gut. Das hättest du aber schöner machen können da mit der Wand. Da hat ein oder zwei Baumstämme gefehlt. Nein, pass auf, da hatten wir einen LKW reingestellt und beim Ausparken war irgendwas, weiß ich nicht, hat kollidiert. Und da haben wir die Band weggemacht, dass wir den LKW wieder rauskriegen. Und dann hat er die bloß wieder mit Brettern zugebaut. Also die Garage ist nicht mein Werk. Aber ja. So, das Ach, Auto Garage. reinparken. Verstehe. Ah, und hier hinten geht Leiter hoch und da kann man unser ganzes Zeug draufstehen hier. Jetzt gucken wir bei uns, das ist immer an und der Balken ist voll bei der Solaranlage. Ja, vielleicht steht meine einfach auch nur scheiße und ist verschattet da oben, weißt du? Möglich. Aha. Darf ich Wasser trinken, Schluck? Gerne. Zieh durch, Junge. Hat 3 Cabin Seas hier, ja. Sieht dörflich aus. Und da drüben in dem roten Haus, da war erst meine ursprüngliche Base drinne. Hast jetzt alles rausgebaut wieder, oder? Alles raus, genau. So, und das hier vorne ist, das ist jetzt mein. Dann zuerst. Mal halt. Siehst du, sowas wollte ich mir auch noch bauen. Das ist cool, da kannst du deine ganzen Klamotten dranhängen mit, wenn du jetzt Binden oder irgendwelches Inventar drin hast, kannst du das komplett draufhängen. Ja, dafür habe ich Voll. Spinde halt, ne? Aber da siehst du halt das Zeug nicht Ist so, die auch cool Klamotten. natürlich, ne? Ja, sowas müssen wir auch mal bauen. Ja. Das Was ist ist hier das? immer ganz cool, ja. Rüstungsständer, ne? Wo baut man den? An der Genau. KT-Bank Genau. oder? Ja, genau. Wo hast du denn deine KT-Bank? Da, warte mal kurz, Ja. gucken, was das kostet. Wenn du reparieren willst, rechts von dir. Dient dich Jo, einfach. danke. Wo ist denn das? KT-Rüstungsständer. Guck grad Sessel so. Ach, da Eigentlich. unten. 30 Nägel, 15 Bretter und gegerbtes Leder. Ey, das haben wir alles. Na, Nägel nur nicht, aber.
Bretter und Leder habe ich noch da gehabt. Nägel nur nicht. Da kannst du das machen. 30 Nägel für einen so einen Ständer. Das ist ziemlich cool. Darf ich ja immer mein Mac reparieren, wenn ich schon mal dabei bin? Ja, na klar. Macht einfach los. Dafür ist es da. Na durch, wo ist denn die Bank hier hinten in der Ecke? Der hat mir sogar einen Gürtel beschädigt. Wieder fertig. Ach schön. Ach, hier ist sogar eine andere große Mülltonne. Ja, die kannst du auch bauen. Ist auch aus KT, glaube ich, ne? Hm? Die Kunststoffmülltonne. Boah, Stiefel demoliert. What the fuck? Da hast du mal richtig einen abgelutscht gekriegt, oder? Also alles draußen wegbauen. So, ich habe alles wieder tippitoppi. Ja, ist aber auch schön gemacht hier. Gefällt mir auch. Auch schön viele fette Kisten, so Stauraummäßig. Bisschen Grünzeug fehlt noch bei dir. Was heißt Grünzeug? Na, so für kannst du beim Trader, ja, bei, da, wo Pflanzen. Du, genau, da wo du die Dings verkaufen kannst, da kannst du bei, ich glaube, was war denn das? Da wo die Kabeltommel noch kriegst, da kannst du Pflanzen noch kaufen, kostet aber 10.000 eine. Ah, naja, gut. Naja, aber ich brauch's halt ein bisschen, wie sagt man, naja, funktionell. Das ist so ein bisschen unsere Chill-Ecke mit Essen und so weiter. Und hier, Matador, da falls du noch mal was willst. Ja, eins, zwei, greif zu. Ein Stick würde ich mir noch reinpfeifen wollen. Hä? What the fuck ist das? Die Couch funktioniert nicht. Nein. Wir haben uns hier zwar auch durch Zufall halt, wollte ich die Solaranlage bauen. Auf einmal hatte ich hier den Feuerholzspender gebaut. Nach der Anleitung, wie es da war, da musstest du mehr Bleche reintun. Dann halt konnte ich die Solaranlage bauen. Mann, ja. Guck mal. Ja, ist auch cool, ne? Wie Holz kriegst du da rein? Aber durch Zufall gebaut. Einiget, Alter. Auch schon ein bisschen, ne? Auch schon ein bisschen was, ne? Wie baust du den? Hm? Erzähl mal schnell. Also, nur so wie es dort in der Anleitung stand. Ich glaube, die Bleche und was ist ich nicht. Ne? Also eigentlich so wie du die Solaranlage bauen willst, bloß mit weniger Blechen. Aber das ist ja an dem Tisch, an dem einen. Genau. Da kannst du sowas bauen? Das habe ich da noch nie gelesen. Brennholzständer, komm mit. Wo steht hast aber du auch nicht. Das steht aber auch nicht drauf. Das war ja okay. Das Blöde. Komm mit. Das wundert mich. So, hier steht drauf: Solarpanel 10 Sheets, Wire, Elektronik Kit. Und genau das habe ich reingetan. Ja, genau. Und habe das auch mit dem Schweißbrenner so gebaut. Und auf einmal hatte ich das Ding in der Hand. Und dann habe ich nochmal das Solarpanel, aber habe bloß mehr Bleche reingetan. Das probiere ich auch mal. Das ist ja praktisch, wenn du das immer gleich neben deiner Lagerfeuerstelle hast, so ein Ding. Ey, hier liegt was draußen, guck mal, ey. Ey, das ist meine Weste, meine gute, aber lass sie stehen, oder? Ich hoffe, ich überlebe es. Willst du die einfach draußen lassen? Ich habe jetzt so ein Inventar drin, Munition und so ein Zeug. Ja, aber ich meine, willst du die Weste hier einfach so stehen lassen? Willst du nicht jetzt fix irgendeiner Puppe anziehen? Ja, warte. Weil ich hätte Schiss, dass das despawnt. Ach, das ist erst noch ein Restart. Warte mal kurz, ich mach's. Weil jetzt ziehst du irgendeiner Puppe was aus, wo nix drin ist und ziehst kurz deine Weste an. Ah, nee, ich mach das schon wieder. Ja, Martin, für dich kurz, jetzt wird's spannend. Wir haben hier einen dicken, fetten LKW. Ach, das ist der, den Crazy ja auch hat. Ja, und ja, das ja. Ding hier ist gepanzert. Okay, cool. Mit anderen Worten, ich glaube, der ist kugelsicher, wenn du mit dem fährst und die Bots auf dich schießen. Guck genau. Mal. Cool. So, jetzt probieren wir gleich mal. Donny, setz dich mal rein. Ob du, wenn du dich ganz langsam bewegst und du hinten drauf bist, ob die dich dann auch nicht treffen? Ans Mitlaufen hinten drauf. Entschuldigung. Problem. Wer fährt? Ich fahr. Ja. Martin, hier vorne ist kugelsicher. Ey, wirklich. Ja. Pass auf. Ich war mal hier. Ja. Das kam nix an. Genau.
So. Jetzt muss ich bloß mal kurz. Ich brauche ein bisschen Vorbereitung, Jungs. Ich muss mal meine Waffe jetzt ummodeln. Und auf Dauerfeuer. Ne? Genau. Ja, nee, halbautomatisch. Genau. Vollauto. So. Wo fahren wir denn jetzt hin, dadurch so vorbereitet ist hier halbautomatisch, vollautomatisch? Da drückst du jetzt in deinen Anschlag mit der Waffe. So. Und dann drückst du X. Ja. Achso, nee, wo wollen wir hin? Achso, drüben zu der Burg Bokrovic, wo wir das letzte Mal habe ich dich hingefahren, wo du gestorben bist, bei der Räubermission. Okay. Nee, war das nicht. Olaf war das, glaube ich. Den hast oder du. Olaf. Olaf. Okay. Kann man hinten sitzen? Na, jetzt ist meine Waffe hier hineingebaut. Oh, ich krieg die Krise. War Jochen mit drauf? Geht das überhaupt? Ja, kann man hinten sitzen? Ja. Um hinsetzen. Ach, einfach hinsetzen. Dann macht die Klappe. Musst du bloß den Boden angucken und da steht dann hier. Mal Birni schließen, so F, wenn du jetzt auf den Boden guckst, F drücken, einsteigen. Oh, ich bin ja schon. Ja, ich bin gespannt, wie Flitzbogen. Ich auch. So, wo ist die Burg? So, du rechts von uns, oder? Ja, das genau kommt drauf zu. Straße. Ah, du kannst hier rechts von dem Häufchen. Kannst du abkürzen, kannst du spielen rechts übers Feld fahren. Ja, warte. Ah, da hinten ist er. Ja, jetzt zu spät. Ja, gut. Ist ja nicht weit von dir. Nein, nein. Also ich bin sonst immer looten gegangen hier oben. Und eines Mal renne ich hier ganz blauäugig hoch, wie sonst immer, weil nichts oben war. Und auf einmal haben mich die Bots weggemäht. hatte gut Urlaub gehabt, da war dann ein Heli-Absturz. Hier hinter die Dings weggerotzt und oh, hier so, der war kurz auf der Wiese davor so. Warte mal, Björn, du musst. Kommt deine... fahr jetzt rechts hier geht ein Wanderweg hoch, fahren wir den Weg jetzt hier rechts hoch. Ei. Also sind die bis dort runtergekommen, die Bots, bis zu dem Heli-Crash ja, dahin. Ja. Okay. Ja.